Hey, ich bin Daniel und habe heute ein neues Video für euch und zwar ein kleines Unboxing mal wieder. Und zwar geht es heute um ein Mobiltelefon bzw. um ein Smartphone heutzutage. Ja. Und zwar um welches, um ein Kinafon, so wie ihr es ja von mir kennt. Ich bin jetzt ja China-Fanboy bzw. ich teste gerne die China-Smartphones und habe heute für euch das Elephone S7. Und zwar nicht in der normalen Version, sondern in der Hilo X25 Version. Das ist ein neuerer bzw. besserer Prozessor. Ist ein 10-Kerner ein. Puh. Auf jeden Fall haben wir vorne das Elephone-Logo, hier unten Elephone S7-Schriftzug und dass es eben die X25-Version ist. Auf der Rückseite steht nicht viel, außer dass es von Elephone ist, welches Handy es ist. Hier steht dran, dass es bezel-less ist, also kein Rand. Das schauen wir mal. Dann ein Stunning Rear Cover, also die Rückseite ist aber ganz toll. Ein Full HD. Display, Kopf überlesen ist echt schwierig. Android 6.0, deswegen habe ich es mir auch gekauft, weil ich hatte bis jetzt noch kein Smartphone mit Android 6.0 und es kommt ja bald schon 7.0 raus, oder? Oder ist schon draußen? Ich weiß es gar nicht. Ein Fingerprinter hat es vorne und Radiant Glass. Was ist Radiant Glass? Radian, Radiant. Radiant. Der Radiant ist ein Winkelmaß, bei dem der Winkel durch die Länge des entsprechenden Kreisbogens im Einheitskreis angegeben wird. Wegen der Betrachtung des Kreisbogens zur Kennzeichnung des Winkels wird die Angabe in Bogenmaß auch Bogenwinkel genannt. Oder ganz einfach abgerundetes Display. Okay, naja, egal. Hier auf der Seite haben wir noch ein paar Nummern. Dann machen wir es mal auf, oder? Also, ich muss dazu sagen, es lag beim Zoll. Ich habe es direkt aus China bestellt, aus Hongkong. Und es lag jetzt beim Zoll. Deswegen wurde es schon mal aufgemacht vor meinen Augen. Das war das Schlimmste. Kleine Story. Ich bin zum Zoll gelaufen mit meinem Papier in der Hand. Dachte, ich kann mir mein Smartphone abholen. Habe natürlich ein bisschen Bargeld mitgenommen, um die Mehrwertsteuer bzw. ja, die Steuern halt zu zahlen, welche man nachzahlen muss. Dann gehe ich da so rein. Die Leute waren unfreundlich. Habe ich auch getwittert, natürlich. Ja, natürlich. Twitter ist unten in der Beschreibung. Und dann durfte ich es nicht mitnehmen. Und er hat das Handy einfach so die Folie abgezogen. Vor meinen Augen. Und ich konnte es nicht in die Hand nehmen. Naja, jetzt haben wir kein neues Smartphone hier zum Auspacken. Aber wir schauen uns trotzdem mal an, oder? Ist klar, was ganz gut ist. Und es liegt jetzt bei mir schon 3,5 bis 4 Tage rum. Und ich habe es nicht aufgemacht. Das war's. Das nächste. Und ja, es geht los. Dum, 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 dum. Tada! Hier ist das Handy, das legen wir aber mal auf die Seite. 5,5 Zoll, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe oder ob es drauf stand. Man sieht auf jeden Fall, dass es schon mal offen war und es ist halt dreckig. Das finde ich vom Zoll nicht so cool. Aber was will man machen? Es ist halt Gesetzgebung und es geht nicht anders. So. Was haben wir hier? Einmal ein Quick Start Guide. Ah, cool, eine Hülle. Ein Case dafür. Ist Silikon wahrscheinlich, so wie es sich anfühlt, ja. Und hier ist das SIM Eject Tool. Hier. Und das legen wir mal auch noch auf die Seite. Was haben wir hier noch? Wahrscheinlich ein Netzteil. Micro-USB-Kabel, also ist auch noch kein USB-C-Anschluss, was ich eigentlich schon ein bisschen schade finde inzwischen. Aber was soll's. Dann bräuchte ich ein neues Netzteil, das wäre auch nicht so gut. Hier ist das Netzteil drin, da bin ich jetzt gespannt, weil ich weiß nicht, ob es EU-Netzteil ist oder nicht EU. Also wahrscheinlich US. Schauen wir mal. Oh, doch, fühlt sich nach EU an. Das hatten sie auch schon aufgemacht. Die haben das CE-Logo genau überprüft. Ich glaube, das hat wohl denen am Anfang nicht ganz gepasst. Ich weiß nicht wieso. Also, er hat bei mir die Folie abgezogen und hat es mir gezeigt. Aber es schaut normal aus. Naja, auf jeden Fall, Netzteil, 2 Ampere Netzteil ist normal, oder? Aber dann haben wir das Handy hier. Ich habe es auch noch nicht mal in der Hand gehabt. Das ist das Schlimme. Also, so fühlt sich schon recht schwer an. Puh. Okay. Naja, also. Zieh mal einfach mal die Folie ab. Das ist keine richtige Displayschutzfolie, deswegen juckt es mich jetzt nicht.
schaut wirklich Basilis aus. Alter. Da bin ich gespannt, wenn wir es einschalten. Hinten, da haben wir dann, also hier unten haben wir wieder Nummern, die ich zuhalte. Hier oben haben wir den X25-Aufkleber nochmal. Dann steht hier eben Headphone-Check, also es hat einen 3,5 mm Klinke, ist jetzt ja heutzutage nicht mehr normal, muss man dazu sagen. Kamera, das waren glaube ich 13 Megapixel? Ich weiß es nicht mehr. Ich kaufe mir Handys eigentlich immer, ohne wirklich die anzuschauen, also ich schaue es ein bisschen an. Hier haben wir dann einmal Lautstärke und Power-Taste. Es ist ein Dual-SIM-Handy, man kann aber eine Micro-SD-Karte rein tun. Okay, ja, dann machen wir es einfach mal ab. Und das war eben schon mal ab. Hier hinten ist es Plastik, das fühlt man. Vorne ist es Glas und ist wirklich gut abgerundet. Ich hatte jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich ein S7 in der Hand, aber es fühlt sich sehr eckig an, das hier. Also ich meine, es ist gerade ein Samsung S7, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen runder. Zumindest war das Note 7 recht rund. Aber ich würde mal sagen, wir schalten es einfach mal an. Hier unten ist ein Home-Button und Fingerprint-Scanner. Und das ist ein bisschen lose. Wir können ja einfach mal ums Handy rumgehen. Hier unten haben wir dann zwei Lautsprecherausgänge. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich zweimal Lautsprecher ist. Ich denke einmal Lautsprecher und einmal Mikrofon. Hier unten haben wir dann auch den Micro-USB-Anschluss. Und Antennenstreifen aus Plastik. Was nicht wirklich Sinn macht, weil die Rückseite ist eigentlich auch aus Plastik. Aber... muss man nicht verstehen. Der Rand ist aus Alu, so wie es anfühlt. Oben haben wir dann, wie gesagt, den Headphone-Check und nochmal Antennenstreifen. Ich darf mit dem Handy jetzt nicht so umgehen wie mit den anderen, weil das ist hinten Hochglanz, das zerkratzt sonst was, sonst hätte ich es einfach umgedreht. Ich mache sowas ganz gern. Und ich verschiebe auch immer den Tisch nach oben, tut mir leid. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich strecke hier gerade, also ich sitze hier, das ist mein Beistelltisch für mein Heimkino und ich sitze hier gerade auf dem Boden und strecke meine Füße hier durch. Also in der Kamera oben, strecke meine Füße gerade hier durch und das ist gerade ein bisschen unbequem. So, aber ich richte das jetzt mal schnell ein. So, die Einrichtung ist fertig, es läuft jetzt. Es ist auf jeden Fall leichter als mein Lichu Shark 1. Es hat nämlich 250 Gramm, glaube ich, gewogen, hat aber auch einen 6000 mAh Akku, das hat, glaube ich, 3100. Und es ist halt nur 5,5 Zoll sind es. Es liegt auf jeden Fall sehr gut in der Hand, finde ich. Bezel-less ist es nicht, aber es ist schon verdammt nah. Ich glaube aber nicht so nah wie beim Note 7 von Samsung. Ich halte es jetzt einfach mal hier in die Kamera, in die obere. Dann seht ihr das mal. Ich zoome auch noch ein bisschen rein, dann sieht es noch besser. Hier sieht man schon noch den Rand, aber... das ist, wie man drauf schaut, wenn man direkt von der Seite drauf schaut, sieht man die Abrundung, beziehungsweise nicht wirklich den Rand, aber wenn man vom Grat vorne drauf schaut, sieht man schon den Rand, finde ich. Ich drehe es mal gerade noch. Ich glaube, so sieht man es ein bisschen besser von der Schärfe her. Also ich finde es cool. Vor allem ist es schön dünn, schlank. Und ich finde ja, ein Handy ist zum Telefonieren da. Es muss gut am Ohr liegen. Und das tut's auch. Also, ja. Damit kann man telefonieren. Weil das hatte ich bei meinem Lichu Shark 1 zum Beispiel. Das war, hallo? Ungefähr so. Und ja, was mir auch schon direkt aufgefallen ist, der Vibrationsmotor geht an, wenn man hier einmal drauf drückt. Das ist für einen Fingerprinter. Also, wenn das wirklich ein Zeichen ist, wie schnell mein Finger... Print as erkannt wird. Jetzt macht das gerade nicht mehr. Ich richte es mal schnell ein, den Fingerprint-Scanner. Okay, also ich habe jetzt mal eingerichtet, das ist mein Daumen. Okay, das hat er nicht erkannt. Okay. Ich denke, das kann man noch ein bisschen verbessern. Aber es vibriert so eklig, also der Vibrationsmotor ist scheiße. Ah ja, im Stummmodus dann passiert es nichts. Ah ja, gut, das ist nur, wenn es wirklich auf laut ist, was bei mir eigentlich nie der Fall ist, dann vibriert es so eklig laut und das Vibrieren hört sich auch nicht schön an.
Ja, es läuft Android 6.0 wohl drauf. Da schauen wir mal schon in die Einstellungen rein. Über das Telefon. Marshmallow war es, oder? Ja. Ja, Marshmallow. Oh, ob ich das über Kopf schaffe? Gut, war ich noch nie drin, ja, und das auch nur über Kopf, das geht gar nicht. Mit dem einen Home-Button, da kann man eigentlich relativ viel machen. Einmal draufdrücken ist wirklich zurück zum Homescreen. Zweimal draufdrücken ist in die Einstellungen und lang draufbleiben ist hier, wie nennt sich's, Multitasking ist es, glaube ich. Also halt, dass man halt die ganzen Apps sieht und es war, das ist nur lang draufbleiben. Okay, ja, sonst muss ich mal schauen. Wir können eine Kamera schnell. Das finde ich jetzt auch noch interessant. Okay. Die schaut besser aus als die von Litchi Shark 1. Ich mache jetzt einfach mal ein Foto. Das Bild ist unscharf, oder? Ja, ist unscharf. Oh, die Kamera ist extrem langsam. Okay, naja, aber ich denke, das war's jetzt mit dem Unboxing vom Elephone S7. Review kommt natürlich noch, es dauert aber noch ein bisschen wahrscheinlich. Und so wie immer halt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Nächste Woche wieder. Ich habe jetzt relativ lang schon ein Video pro Woche durchgehalten. Und es geht natürlich weiter, so wie immer. Ja, ciao, bis zum nächsten Video. Man sieht es.